Hallo ihr Mäuse und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute würde ich gerne darüber sprechen, wie es ist, wenn man das erste Mal über Haarersatz spricht und sich auch informiert. Generell kann ich natürlich immer nur dazu raten, dass man sich über verschiedene Systeme bei verschiedenen Herstellern informiert. Ich habe damals hier in Krefeld verschiedene Perückenshops mal ausprobiert und habe mir verschiedene Haarteile von verschiedenen Herstellern mal geben lassen. Zuallererst stand ich ungefähr 10 Minuten vor der Tür, weil die Perückengeschäfte in der Regel natürlich in der Stadt sind. Und habe dann erstmal 10 Minuten vor der Tür gewartet und mich erstmal umgeguckt, ob irgendjemand auf der Straße rumläuft, den ich kenne, weil mir das natürlich unendlich peinlich war, irgendwie auf der Straße entdeckt zu werden. Deswegen betreibe ich aktuell Hair Beauties auch von zu Hause aus. Es ist also ein Privathaushalt und niemand erkennt euch irgendwie, wenn ihr hier reinlauft oder warum ihr reinlauft. Das ist natürlich schon mal ein Riesenvorteil, wäre es für mich zumindest damals gewesen. Generell ist es aber wirklich so, probiert verschiedene Hersteller aus, probiert verschiedene Haarersatztypen aus und probiert euch vor allen Dingen auch selber mal aus. Also bei mir war es damals so, dass ich halt in die Perückengeschäfte reingegangen bin und halt gesagt habe, was ich suche. Und die Damen vom Verkauf haben mir dann halt verschiedene Haarteile aufgesetzt, was für mich ehrlich gesagt nicht sehr ideal war, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass die mir das zu straff drauf machen. Also ich hatte dann 10, 15 verschiedene Haarteile, glaube ich, auf und habe mich erstens immer extrem verkleidet damit gefühlt, weil die Perückenshops, die es halt aktuell gibt, haben halt sehr, sehr altmodische Haarersatzteile und es war irgendwie so total verkleidet. Und das zweite war halt einfach, die Damen haben mir das halt drauf gemacht und es hat sich halt sehr, sehr fest angefühlt. Das heißt, es war sehr straff, es war sehr unangenehm und ich habe halt im ersten Moment gedacht, oh Gott, Haarsysteme sind nichts für dich. Habe mich dann aber weiter auf die Suche gemacht, weil natürlich normale Clip-Ins oder die Bondings oder was es alles dafür gibt, natürlich nicht unbedingt für den Oberkopfbereich sind. Die Sachen, die für den Oberkopfbereich sind, sind meistens sehr, sehr teuer und müssen halt regelmäßig hochgesetzt werden. Das waren alles Sachen, die ich persönlich für mich nicht wollte und aus diesem Grund bin ich halt auf die Topper gekommen. Ich habe euch dazu jetzt auch einfach mal einen mitgebracht. Das ist ein normaler Silk Top. Das ist sozusagen das, was auf dem Haarmarkt jetzt am neuesten ist. Vorher gab es ja immer die Lace oder das Monofilament und das Silk Top ist quasi die modernste Technik und zeigt einem, wie der natürliche Scheitel eigentlich aussieht. Generell sehen meine Haarteile von innen alle so aus. Das heißt, sie haben hier oben diesen Silk-Bereich, haben hier hinten Tressen, was man aber allerdings auch mit einem kompletten handgeknüpften Rücken verbinden kann. Und die sind halt super, super angenehm zu tragen. Wenn ihr euch generell für Haarersatz interessiert und gerade auch für Topper interessiert, macht das auf jeden Fall so, dass ihr euch damit selber ausprobiert. Also wirklich, ihr müsst damit zurechtkommen. Das heißt, es bringt euch nichts, wenn die Damen vom Verkauf euch dann irgendwas auf den Kopf setzen und ihr kommt nachher von der Handhabung her nicht klar. Und das erste Mal Haarteil aufsetzen ist immer so ein bisschen tricky. Das kenne ich noch von mir selber, weil man irgendwie noch nicht so richtig das Gefühl hat, wie muss es sitzen, wie mache ich es fest, wie sind die Clips, wie ziehe ich es ab, wie mache ich es drauf. Und aus dem Grund möchte ich euch das Ganze jetzt hier mal zeigen. Also wie gesagt, generell sieht das Ganze so aus. Ich mache es immer so, dass ich hier vorne den Finger auf das vordere Stück drauf setze, rechts und links. So sieht das Ganze dann aus zum Fassen. Und gehe dann, mache dann diese Armbewegung und hebe das quasi hinter mir vorbei. Also viele machen das auch so, dass sie das so hochschmeißen und das dann festsetzen, aber das ist mir persönlich irgendwie ein bisschen zu wuselig und vor allen Dingen, wenn ihr das gerade frisch gelockt habt, dann ist es natürlich super, wenn ihr diese Technik hier verwendet, damit ihr euch die Locken natürlich nicht direkt wieder rausschlagt. Bei den Haarteilen von mir gibt es zwei Möglichkeiten. Hier vorne den Kamm, den könnt ihr entweder reinschieben oder rauslassen. Bei mir ist es so, ich lasse ihn immer raus, weil ich auch ohne damit sehr, sehr gut klarkomme. Wichtig ist immer, dass ihr euch die zwei Clips hier vorne quasi festhaltet. Das heißt, da sollte euer Daumen sein. Und dann einfach guckt, man sieht jetzt schon hier in der Kamera, ich muss ein bisschen seitlich gucken, dass hier ungefähr mein Haarteil bzw. mein Ansatz ist. Das heißt, wenn ich das jetzt so aufsetze, so aufsetze, so aufsetze, passt das jetzt nicht hundertprozentig. So, das heißt, wenn ihr vor dem Spiegel steht, guckt wirklich, dass euer Haarteil in der gleichen Linie wie euer Haar selber ist bzw. euer Ansatz ist. Dann ist das wirklich ganz einfach. Ihr guckt, dass ihr
ungefähr 1-2 mm hinter eurem eigenen Haar seid. Das ist bei mir jetzt hier. Ich hoffe, ihr seht das. So, ich persönlich halte dann immer mit dem Finger den Topper hier kurz fest, damit er mir nicht verrutscht. Und mache dann mit diesem Finger hier, mit diesem, hier oben in den Clip rein. Und mit dem Daumen gucke ich einfach, dass ich den hier unten festhalte. Und dann könnt ihr wieder in den Spiegel gucken und könnt einfach rechts und links festhalten. Und zack, erster Clip ist schon mal fest. Das Ganze macht ihr dann einfach rundherum so. Immer schön graben und hier oben schön festhalten. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es quasi drauf ist. So sieht es dann vom Ansatz aus. Wie gesagt, ihr habt sofort schöne Längen. Es ist wirklich super angenehm zu tragen. Wenn ihr jetzt sagt, irgendwie fühle ich mich damit noch nicht gut genug oder es ist mir noch zu unsicher, dann könnt ihr hier vorne in die Clips auch nochmal reingehen und den Topper wirklich, zack, zack, wirklich so richtig runterziehen und richtig flach an euren Kopf ziehen. Ich persönlich mag das nicht ganz so gerne, deswegen mache ich hier das wieder ein Stückchen hoch. So. So sieht das Ganze jetzt von der Seite aus und so von hinten. Also man sieht wirklich absolut gar nichts. Der Vorteil ist natürlich hier auch, dass ihr einen Pferdeschwanz machen könnt, ohne dass ihr irgendwas verstecken müsst. Das heißt, einfach alle Haare nach hinten, von hinten nach oben hochgreifen und schon habt ihr einfach super schönen Pferdeschwanz. Man sieht hier hinten absolut gar nichts, das ist nämlich alles euer eigenes Haar. Und zum Abmachen würde ich euch das gleiche empfehlen. Also wirklich hier vorne wieder drunter mit den Daumen, die zwei Zeigefinger rechts und links auf den Clip, das Ganze einmal rundum. Meistens haben meine Haarteile 6 Clips, deswegen guckt ihr, dass ihr die 6 Clips immer auf habt. Und jetzt kommt auch ein entscheidender Punkt, der auch immer sehr, sehr wichtig ist. Rollt das Haarteil wirklich von vorne, greift euch den Ansatz von dem Haarteil und räumt es nach hinten ab. So habt ihr nämlich den Vorteil, dass ihr hier in den einzelnen Clips keine Haare fest habt und die quasi gefühlt ganz lang hinter euch herzieht. So, das gleiche Thema nochmal. Diesmal mal mit Kamm. Dafür könnt ihr alle Haare wieder mit nach vorne holen. Rechts und links vorbei. Das ganze Thema hier mal mit dem Kamm. Ihr seht schon, so wird es jetzt nicht klappen. Jetzt wäre der Ansatz ein bisschen schräg. Das heißt, das Haarteil ein bisschen korrigieren. Und jetzt hier auch ganz wichtig, dass den Kamm vorne nicht eingraben. Denn so zieht ihr euch die ganzen Haare, die ihr zur Verblendung braucht, nämlich mit nach hinten. Dann wirklich nur einmal ganz leicht die vordere Haarschicht mit einschieben. Zack und drauf. So, ich mache jetzt bewusst nicht alle Clips fest. So sieht das Ganze erstmal aus. Wenn ihr, wie gesagt, Haarteil-Anfänger seid, dann macht euch da bitte nicht verrückt, wenn es nicht beim ersten Mal direkt klappt, denn Übung macht den Meister. Aber generell ist es wirklich sehr, sehr einfach und sieht auch sehr, sehr natürlich aus. Mit den Frisuren ist es natürlich genau das Gleiche. Also hier ist es auch so, dass Übung natürlich den Meister macht. Ihr könnt eigentlich fast alles Mögliche an Frisuren damit machen. Ihr müsst euch halt nur so ein bisschen rantüfteln, was für euch das Beste ist. Generell ist es auch bei guten Haarsystemen so, dass ihr den Scheitel verändern könnt. Das heißt, hier bei dem Haarteil habe ich natürlich jetzt einen Seitenscheitel. Ihr könnt aber bei vernünftigen Haarsystemen auch den Scheitel generell immer verändern. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Wenn ihr das heißt, ihr bestellt ein Haarteil, was zu Hause bei euch ankommt und ihr setzt es das erste Mal auf, dann macht euch bitte bewusst, es soll nicht direkt perfekt sein. Das kann nämlich gar nicht sein, denn das Haarteil ist ja quasi einfach aus der Verpackung geholt und ist für euch überhaupt nicht personalisiert. Das heißt, wenn ihr wirklich wisst, ihr behaltet das Haarteil, würde ich euch raten, wenn der Scheitel veränderbar ist, einfach hier vorne den Ansatz mal ein bisschen nass zu machen mit Wasser oder mit einem Sprühkamm oder irgendwas, was halt ein bisschen Feuchtigkeit bringt. Das Ganze dann in den Scheitel reinzukämmen, den ihr bei euren eigenen Haaren auch habt.
Das ist ganz, ganz wichtig, damit die Montur natürlich auch gleichmäßig verteilt ist. Das heißt, die Montur sollte immer so sein, dass rechts und links gleichmäßig quasi die Montur auf eurem Kopf aufliegt. Wenn ihr nämlich jetzt im Oberkopfbereich sehr, sehr empfindlich seid und die Montur hängt schief, weil ihr beispielsweise den Scheitel hier habt und den aber in der Montur nicht verändert habt, dann zieht es natürlich sehr, sehr hier vorne an euren eigenen Haaren und das möchten wir natürlich nicht. Wenn ihr den Scheitel angepasst habt, habt ihr natürlich noch verschiedene andere Möglichkeiten. Das Haarteil ist ja jetzt hier zum Beispiel überhaupt nicht geschnitten, sondern nur leicht gewellt. Das heißt, ich würde euch vorschlagen, wirklich da zu eurem Friseur zu gehen und das Haarteil wirklich mit euren eigenen Haaren einzustufen bzw. den gleichen Schnitt zu machen, den eure eigenen Haare auch haben. Was man hier auch noch sagen kann, das Silktop ist natürlich komplett variabel. Das heißt, wenn ihr möchtet und euch das Ganze hier vorne mit der Verblendung ein bisschen zu anstrengend ist, könnt ihr auch einfach alles nach vorne kämmen. Also ich sag mal, das vordere Stück hier einfach komplett nach vorne kämmen und euch entweder einen Pony oder einen Seitenscheitel schneiden. So sieht das Ganze halt, wie gesagt, jetzt aus, wenn ihr das schon ein paar Mal gemacht habt. Macht euch da am Anfang nicht verrückt, wenn es nicht direkt funktioniert. Auch was das Einblenden angeht, hier vorne mit euren eigenen Haaren, das ist auch wirklich die gleiche Sache wie bei allem anderen auch. Übung macht den Meister. Also macht euch da nicht verrückt und probiert euch einfach aus. Wenn ihr Sorge habt, dass ihr irgendwie an der Kopfhaut empfindlich seid oder ihr die Clips irgendwie eventuell nicht ganz vertragen könnt, habt ihr auch die Möglichkeit, hier vorne den Kamm halt zu nutzen und einfach zwischendurch mal den einen Clip festzumachen, den anderen wieder locker und den einfach dann jeden Tag so ein bisschen zu tauschen. Generell, wenn ihr verschiedene Probleme mit eurem Kopf schon von vornherein habt und wisst, dass ihr Empfindlichkeiten habt, können wir natürlich auch sehr, sehr gerne andere Monturen wählen. Aber ich würde vorschlagen, dass wir das privat besprechen, weil das natürlich hier ein bisschen den Umfang des Videos jetzt sprengen würde. Ich hoffe, dass ich euch auf jeden Fall schon, was die Monturen angeht, beziehungsweise das Einblenden angeht, ein bisschen weiterhelfen konnte. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare.